Hi und herzlich willkommen bei Tintchen TV. Ich müsste zwei Pakete auspacken, die hier rechts von mir stehen, aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann geht's nach dem Intro direkt weiter für euch. Ich weiß, dass ganz viele von euch den Kanal von der lieben Peggy, unserem Filzfusselchen, verfolgen. Und wer den verfolgt, der hat ein Video gesehen, das ich nicht sehen durfte. Ich hatte Videoverbot für dieses Video. Sie hat mich extra bekniet vorher. Guck dir bloß dieses Video nicht an. Da will ich was zeigen, mit dem ich dich überraschen will. Das darfst du nicht vorher sehen. Das heißt, alle von euch, die dieses Video gesehen haben, und ich habe mich dran gehalten, also ganz klar, ich wollte ihr ja die Freude nicht versauen und mir die Überraschung nicht. Alle, die das Video gesehen haben, die wissen jetzt schon, was kommt. Aber ich weiß es nicht. Und ich habe Angst. Ich mache jetzt die Pakete auf. Und dann schauen wir mal, was die liebe Peggy da für mich eingepackt hat. Ich schlottere und mein Herz schlägt ganz doll, obwohl ich noch gar nichts weiß. Ich bin wirklich völlig ahnungslos. Ich mache jetzt mal die Pakete auf. Aber ich kriege die nicht unter das Stativ, die stehen hier neben mir auf dem Stuhl. Also ich habe jetzt erstmal 10 Minuten, 15 Minuten Luft geholt, geguckt, gestaunt. Sie hat mir bei dem einen die Anweisung gegeben, es vorsichtig auszuwickeln, irgendwie nicht hinzulegen über dem Tisch. Es waren zwei Pakete. Das erste, das ich geöffnet habe, da war oben eine dicke Folie und sonst nichts. Und unter der Folie war das. Ein Püppchen. Ich kriege sie nicht unter das Stativ. Ich versuche mal ein bisschen rauszugehen. Oh Gott. Mit einem Porzellankopf und mit diesen Hörnern und diesen angedeuteten Haaren und mit den Elfenohren, die aus Modelliermasse oder Porzellan sind. Ich kann es euch nicht sagen, was es genau ist. Dann hier diese wahnsinnigen Haare und die Blüten und das ist alles aus Filz. Hinten die Haare und die Farben, die ich so gerne mag, also diese Herbstfarben und dann auch die Kleider. Alles ist aus Filz, also ich bin fix und alle, das Jäckchen. Sorry, ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen. Die Hände sind modelliert oder aus Fimo, aus Keramik, ich habe keine Ahnung. Die Beine und die Füße auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die ausziehen kann. Ja, die kann man ausziehen. Seht ihr das? Also auch die Füße, die kleinen Schuhe. Das ist alles aus Filz. Und die Hose, alles aus Filz hier, mit einem genähten Körper, also dass sie das Filzen selber macht. Und diese wunderschönen Blüten und die Haare, das wusste ich ja. Aber hast du jetzt das Gesicht auch selbst modelliert oder hast du da eine Form gehabt? Und die Ohren und die Hände und die Füße, also ich habe ja früher Puppen gesammelt. Und also diese Reborns, die Babys, die wie echt aussehen und teilweise auch andere. Aber sowas hatte ich noch nicht. Ich habe keine Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der totale Wahnsinn. Also einfach unglaublich. Und diese Gestaltung. Also das hat sie garantiert, wenn sie das Gesicht
Vielleicht, wenn es da, also ich weiß, dass es Formen gibt, ich bin sprachlos. Ich weiß, dass es, weiß nicht, was ich sagen wollte, dass es Formen gibt, in die man Modelliermasse, in die man Gießmasse reingießt. Und wo dann, wenn man die aufmacht, das sind so zwei Teile, die klappt man zusammen, gießt die Gießmasse rein oder Porzellan oder was auch immer. Und wenn das ausgehärtet ist, macht man die Form auf und dann hat man Köpfe. Von denen habe ich auch noch welche da. Falls du die brauchen kannst, liebe Peggy, sag mir Bescheid. Da füllt man einfach Gießmasse rein und dann, also was Flüssiges. Und wenn die ausgehärtet sind, hat man einen kompletten Puppenkopf. Da habe ich drei verschiedene, die würde ich dir gerne geben. Und auch Formen für Arme und Beine zum Gießen, so Latexformen. Aber da reden wir ein andermal drüber. Aber diese Hörner hier und diese Ohren, die waren, wenn das eine Gießform gewesen sein sollte, da garantiert nicht dran. Guckt euch das an. Was für ein Wahnsinn. Die Haarpracht, diese ganzen Blüten und diese Hörner und die Ohren, also Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist der große Unterschied zu einer normalen Puppe, sage ich jetzt mal, dass da solche Elemente dran sind, die eine normale Puppe nicht hätte. Und das ist so irre und in meinen Lieblingsfarben. Und garantiert hat sie die Kleider alle selbst gefilzt. Da möchte ich drauf wetten. Auch das Höschen hier drunter, hat sie noch ein Höschen. Und wow, ich brauche jetzt noch einen Moment ohne euch. So, ich habe mich wieder beruhigt. Wahrscheinlich hat sie auch die Augen selbst gemalt, das Gesicht selbst bemalt. Aber wie sie das gemacht hat hier mit den Hörnern und dem Kopfschmuck, ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft hat, das da dran zu kriegen. Und dann die süßen Elfenohren hier. Aber das wirst du uns vielleicht in dem Video sagen, das ich nicht sehen durfte. Wow, einfach nur wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde dir natürlich gleich privat nochmal schreiben. Ich habe ihr gesagt, ich habe Angst, die Pakete aufzumachen. Wow. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es getan habe und die Süße hier befreien konnte. Jetzt gucken wir noch, was in dem anderen ist. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Also sie wollte das Bild von meinem Avatar haben, in größer. Und ich vermute, dass ich das sein soll. Ich weiß nicht, vielleicht mit meiner kleinen Enkelin. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es, weil diese Puppe hier, die ist viel, viel niedlicher als ich und auch viel jünger. Das ist ganz, ganz zart und ganz, ganz weich. Und mit dem Babyfläschchen, ich weiß ja nicht, was sie euch schon gezeigt hat in dem Video, was ihr schon gesehen habt. Also ich habe keine Worte. Guckt euch das kleine Gesichtchen an. Ist es nicht irre? Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Die Hände hier, ist es nicht der Wahnsinn? Mit Fläschchen. Die ist da sicher dran gefilzt so ein bisschen. Und mit einer Jacke. Und an der Jacke hier ist auch noch so ein Band. Und ein T-Shirt drunter. Hier die Bänder zum Zumachen und der Kragen. Ist es nicht irre? Hier von hinten. Das ist alles aus Filz. Die Schuhe. Wahnsinn. Der totale Wahnsinn. Hätte nur noch gefehlt, dass sie die Tätowierung auf den Arm gemacht hat. Wow. Meine liebe Peggy, da hast du auch einen rausgehauen. Und in dem Paket, da sind noch andere Sachen drin. Ich guck mal weiter.
ich lasse sie mal hier liegen. Kinder, ich kann nicht mehr. Ich habe hier dieses Beutelchen, da steht drauf viel Glück mit dem kleinen Herz. Und dann hing hier noch, das lag lose drin. Ich weiß nicht genau, wo das dran war. Vermutlich hier an dem Püppchen. Just for you. Dann dieses wunderschöne Holzteilchen. Sie hat ja gezeigt, sie hat ganz viele Baumperlen gefunden und hat gesagt, das große wäre Baumkrebs. Ich vermute, das ist sowas. Und da ist so ein Schnörkel dran. Ich nehme an, da kann man vielleicht was reinstecken. Vielleicht sagst du mir, wofür du das gedacht hast. Soll ich mir das so auf den Tisch stellen und dann da Notizen oder irgendwas reinmachen? Oder wie ist das gedacht, dass ich es auch richtig verwende? Dass die Glück bringen, das hast du ja schon gesagt in deinen Videos. Also ich nehme an, die großen auch. Das wird auf meinen Schreibtisch kommen. Das ist ein Wahnsinn, wie das bearbeitet ist. Sie macht ja dann immer die Rinde außenrum weg und macht das alles mit Öl. Guckt euch das mal an, die Strukturen und alles, wie irre. Ganz, ganz toll. Also sagst du mir bitte, wie ich das verwenden soll, wie du das gedacht hast, dass das verwendet wird. Vielleicht gehört es auch hier rein. Und dann hat sie mir hier zwei wunderbare kleine Briefe reingelegt. In dem einen steht, kreative Menschen, nichts Schöneres kennt die Welt. Kein Band hält im Leben fester, wenn einer zum anderen hält. Deine Fussel. Die kommen in meinen Junk Journal, das andere ist privat. Die kleinen Posts hier, die kommen in meinen Junk Journal. Ich habe noch mehr. Das fällt jetzt gar nicht auf, sehe ich gerade. Ich muss mal was Weißes drunter legen, damit ihr das richtig sehen könnt, so mit der schwarzen Unterlage. Dann hat sie mir hier von ihren wahnsinnigen, tollen, oh, ist das nicht irre, von diesen tollen Versuchen, die sie gemacht hat mit den Alkoholfarben, das reingelegt. Das ist wahnsinnig dick. Das fühlt sich fast wie Leder an. Und das da. Sind die nicht toll? Man soll die ja eigentlich zerschneiden und soll irgendwie Stücke davon nur verwenden. Aber das werde ich nicht tun. Ich werde die auf jeden Fall ganz lassen. Vielleicht sogar rahmen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde sie auf keinen Fall kleiner machen oder auseinandernehmen. Auf gar keinen Fall. Das war das. Ist das nicht Wahnsinn? Peggy, was machst du nur mit mir? Ich stelle das mal hier drauf. Guck doch mal, wie schön das aussieht mit dem bunten Hintergrund. Und dann habe ich noch was in dem Paket drin. Guck dir mal hier dieses wunderschöne kleine Schränkchen. Das könnte man jetzt bearbeiten. Die Türen gehen auf und hier unten sind Schublädchen drin, zwei Stück. Sind schon ganz toll mit diesen Metallelementen dekoriert. Braucht man gar keine mehr drauf zu machen. Das könnte man jetzt natürlich toll gestalten. Noch mit Motivpapier oder mit Farbe. Aber ich mag gern dieses helle Holz. Und deshalb werde ich es wahrscheinlich auch einfach so lassen. Und werde meine Schätze da reinpacken. Vielleicht hier mein Glücksbringer hier oben drauf legen. Oder mein Püppchen hier reinsetzen oder irgendwas. Also ich werde es schön dekorieren auf jeden Fall. Aber ob ich es bearbeite, das weiß ich noch gar nicht. Es ist kein Platz hier für alles. Aber natürlich muss diese Schönheit auch mit dabei sein. Ich bin fix und fertig. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Liebe Peggy, wir sprechen uns gleich noch. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, freue ich mich. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss.